Ich frage mich, also bevor die These, eigentlich eine Frage. Mhm. Und zwar, was ist eigentlich unsere Wunschvorstellung? Was hätten wir gerne als Ausgang, als das Ideal, was wir uns von unserer Politik gegenüber dem Krieg in der Ukraine vorstellen? Und da sind für mich so zwei Aspekte, also ein menschlicher Aspekt und der geopolitische Aspekt. Und der menschliche Aspekt ist, wenn man sich den Krieg vorstellt, dann ist es kein Krieg zwischen zwei abstrakten Ukrainern, den Ukrainern und den Russen. Ja, es ist ein Krieg zwischen Menschen, also wo Menschen aufeinander schießen, die sehr viel gemeinsam miteinander haben, die zum Teil die gleiche Sprache sprechen, die vielleicht sogar verwandt sind miteinander, die ähnliches Essen mögen, sage ich jetzt mal so pauschal, und vieles andere, die sie verbindet. Ja? Und einen Krieg kann man vielleicht, wenn man über einen Krieg nachdenkt als ein Territorium, dann kann man vielleicht mit Waffen ein Territorium wieder freischießen. Aber man kann die Herzen von Menschen nicht freischießen. Und in diesem Sinne glaube ich nicht, dass man diesen Konflikt mit Waffen lösen kann, weil man wird mit Waffen irgendwas lösen, aber in diesen Herzen den Menschen bleibt. Ohne Verlierer, ohne Gewinner, ohne Gerechtigkeit. Ja? Und das ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, stellen müssen. Und dann, wenn wir ja zu diesem Geopolitischen zurückkommen, also der zweite Aspekt, um sozusagen, dann frage ich mich auch, was ist unsere Zielvorstellung? Also was ist, um sozusagen auch unser Horizont, wenn wir jetzt denken, okay, mit Waffengewalt wollen wir an die Grenzen zurück von 2014, gut. Aber wie sind eigentlich diese Grenzen von 2014 entstanden? Und das muss ich jetzt alles nicht erzählen, wenn wir die letzten 100 Jahre zurückblicken. Der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg, die Revolution, die bürgerkriegsähnlichen Zustände in den 20er Jahren, all das. Und dann die Zeit der Weltmächte, in Anführungsstrichen, die dann praktisch über die Köpfe der Menschen hinweg bestimmen, wie die Grenzen verlaufen. Das ist zwischen Polen und so und Ukraine so, das ist zwischen Ukraine und Russland so und so weiter. Und so fort. Und ich frage mich, ist das der Horizont, wo wir sagen, das wäre Gerechtigkeit, wenn wir diesen Zustand wiederherstellen? Ich glaube nicht. Das ist nicht der Horizont, den wir suchen sollen, weil sonst sind wir ständig in Kriegen, wie im Balkan. Wir machen das einmal ganz konkret, ja, damit die Zuschauer auch folgen können. Ja. Also Sie fordern eigentlich einen Waffenstillstand, wenn ich Sie richtig verstehe. Und dass man darauf hinarbeiten muss. Nein, er fordert die Kapitulation der Ukraine. Das ist was anderes. Nein, das stimmt nicht. Ich würde hier auch eine Frage stellen, weil man muss natürlich fragen, wie ist dieser Waffenstillstand zu erreichen? Hier würde ich einmal Herr Freund fragen. Aha. Konkret hieße das ja, wenn ich der Logik folge, und bitte unterbreche mich, wenn ich es nicht tue, dass man keine Waffen mehr liefern sollte an die Ukraine. Das würde auch für Amerika gelten. Würden Sie da mitgehen? Da würde ich nicht mitgehen. Ich glaube, jeder von uns will ein Ende des Krieges. Jeder von uns will keinen Morden und kein Sterben mehr. Ich glaube, das ist ja unkritisch. Mhm. Die Frage ist, wo kommen wir her? Wir haben völkerrechtliche Verträge. Russland hat die Souveränität der Grenzen der Ukraine 1991, 92 bestätigt. Ja. Das haben wir alles. Und da gibt es jemanden im Kreml, der marschiert durch Europa, der hat sich erst Teile von Tschetschenien genommen, dann hat er sich Teile von Georgien genommen, dann hat er sich Teile von der Ukraine genommen. Und schauen Sie, der hat innenpolitisch unglaubliche Schwierigkeiten, der Mann. Und der wird gefeiert, fast als Held, als die Krim nach Hause kam, als Teile von Georgien nach Hause kam, so wie er es bezeichnet. Mhm. Und dieser Mann braucht diese Erfüllung, diese Befriedigung, die sucht er wie ein Süchtiger, weil er zu Hause nichts vorweisen kann, aber auch gar nichts. Er sagt das ganz offen. Er will die Gloria des alten Russischen Reiches. Ganz genau. Er hat das Trauma der alten Sowjetunion nicht überwunden. Diktatoren sind ehrliche Leute. Sie sagen was sie meinen. Absolut. Der Führer hat auch alles in seinem Kampf. Alles war keine Überraschung. War keine Überraschung gewesen. Würden Sie Hitler mit Putin vergleichen? Absolut. Ja. Der marschiert durch Europa mit dem Stift, zieht die Grenzen neu und der hört ja nicht auf. Also es ist ein Irrglaube zu denken, wir einigen uns jetzt. Der kriegt also Teile ab. Wofür eigentlich? Kriegt Teile ab des Landes. Dann ist er ja nicht zu Ende. Der macht ja weiter. Der macht ja in Syrien, hat er weitergemacht. Der hat so eine Mörder-Truppe, diese Wagner-Truppe. Okay, aber ich meine, in Libyen macht er sogar noch rum. Ja, also der Mann hört ja nicht auf. Es ist ein Irrsinn zu glauben, man könnte mit Appeasement, hätte man damals Nazi-Deutschland Herrn Hitler stoppen können. Aber wir haben ja keinen Einfluss darauf. Und worauf wir Einfluss haben, ist unsere Politik und auch unsere Fragestellung. Und ich als Schriftsteller versuche mich da auch irgendwie ein bisschen, um sozusagen tiefer zu gucken und mich zu fragen, okay, welche Welt wünsche ich mir eigentlich? Weil das ist kein Krisenmanagement und ich das
Ganz einfach. Die territoriale Integrität der Ukraine, ich muss ins Wort fallen, entschuldigen Sie, ja. Die territoriale Integrität der Ukraine von 1991 ist hier gewährleistet worden und das hat auch... Super, aber da zwischen in dieser Grenze, ja, wo ich auch oft unterwegs war, erleben Leute, die wie gesagt Russisch sprechen auf der einen oder auf der anderen Seite oder bis vor kurzem haben solche gelebt, die leben Menschen, die ihre Verwandten haben auf der einen und auf der anderen Seite und dem allen wollen wir irgendwie Rechnung tragen. In Südtirol wohnen Deutsche und Italiener und wunderbar gehören zu Italien. Super, aber da ist die Europäische Union und hier nicht. Und wir müssen uns fragen, aber auch nicht so furchtbar lange. Also ich meine, Österreich ist nicht so lange in der Europäischen Union drin. Wir haben Teile in Dänemark, die sind auch deutschsprachig. Wir haben Teile in Ostbelgien, die sind deutschsprachig. Wir haben Elsass-Lothringen, ist deutschsprachig. Und trotzdem ist es nicht Deutschland. Ich sage einfach mal, wird aber kein Krieg geführt. Ich gehe mal so ein bisschen shoppen, was Sie gerade sagen. Ich gehe so ein bisschen shoppen und hole mir mal ein bisschen Krieg rüber. Sie müssen dem Mann einfach mitteilen, es ist hier zu Ende. Dein Elixier, aus dem du innenpolitisch Kraft ziehst, Die Neigung von Intellektuellen, Putin zu verharmlosen, sterben ist die größte Überraschung. Einmal, Herr Bruder, alle nacheinander, sonst hat hier keiner mehr Spaß, Herr Bruder. Zu Recht. Ich bin sehr für Spaß, das ist schon okay. So. Legen Sie los. Ich finde nur, wenn Sie fragen, welche Welt wir uns wünschen, ich kann das ganz klar sagen. Ich wünsche mir eine Welt, wo Schriftsteller aufhören, über Politik zu fantasieren. Ja. Das war ein Fortschritt schon. Und sagen Sie mir ein Beispiel, wo Schriftsteller mit ihren durchaus humanen, wunderbaren, gleich egalitären Gedanken die Welt verändert haben. Hm? Mhm. Haben Sie was erreicht? Sie als Schriftsteller, ich meine kleingeschrieben, haben die Leute was erreicht, die sich mit Hitler angefreundet haben, die Stalin zugejubelt haben, die Geschichte des Versagens. Aber wer redet hier von Anfreunden? Entschuldigen Sie, Sie wollen den Russen entgegenkommen. Wir belassen die einmal Herr Strassburg antworten. Das ist ja schon ein harter Vorwurf. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Da gibt es vieles. Ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen in den Debatten davon lösen, dass wir mit Feststellungen argumentieren. Ja, dass wir sagen, Sie machen eine Feststellung und dann ist die Welt so. Können Sie das belegen? Ja, was mit historischen Erfahrungen. Ja. Mit historischen Erfahrungen. Analogien. Ja. Ja, bitte. Die sind evident. Welche historischen Erfahrungen? Münchner Abkommen 1938. Ja. Und die ganze Politik den Nazis gegenüber. Verstehen Sie? Die Konferenz von Evian, wo es darum ging, die deutschen Juden zu retten. Als die Konferenz erfolglos auseinanderging, wusste Hitler, er kann machen, was er will. Wenn man dem Bösen nicht von Anfang an, Talleyrand hat, glaube ich, gesagt, die nötigen Grausamkeiten müssen am Anfang begangen werden. Dann ist es zu spät. Weil das ist nämlich das Problem. Unsere Referenz ist horizontal. Danke, dass Sie Talleyrand erwähnen, weil das wäre nämlich mein Punkt. Es kann auch Metternich gewesen sein. Genau, das ist nämlich der Punkt. Unser Referenzhorizont, das ist 1815 und der Wiener Kongress und eine Reaktion, eines reaktionärer Politik gegenüber der Französischen Revolution und dem allem, was danach war. Und das ist nämlich, glaube ich, das Problem, weil wir nämlich seitdem innerhalb von Grenzen reden, die nichts Gerechtes haben für die Menschen. Grenzen sind nie gerecht. Grenzen sind immer willkürlich. Genau, dann können wir vielleicht ein bisschen Grenzen locker abschaffen. Lassen mit diesen Grenzen. Sie wollen ich will Grenzen sie nicht abschaffen, aber offenbar vielleicht ein bisschen locker lassen. Aber die Grenzen wenn man nach den Grenzen, Herr Grenzen Bruder, waren noch nie so transparent. Aber Herr Bruder, wenn man nach den Grenzen geht, dann müsste man sagen, ist die Ukraine nicht mit drin in unserem Bündnis, wenn man Grenzen nimmt. Ein Ukrainer in der NATO? Die Ukraine ist nicht in der NATO. Nein, die Ukraine ist in der NATO. Die Ukraine haben sich nur auf etwas eingelassen, was in Deutschland keinen guten Ruf hat. Die leisten Widerstand. Aber die Grenze, wenn wir über Grenzen reden, ist die Ukraine ja nicht mit drin. Es gab Verträge, es gab Abkommen, es gab Regelungen. Unter anderem hat die Ukraine leichtsinnigerweise auf ihre Atomwaffen verzichtet, statt sich so zu benehmen, wie Nordkorea es macht. Mit Atomwaffen wäre wahrscheinlich dieser russische Einfall nicht passiert. Aber diese Verträge konservieren ja praktisch das, was wir seit 200 Jahren in Europa haben. Wollen Sie die Grenzen von Europa neu ziehen? Ich sage nicht, dass ich will das Hultschener Ländchen wieder haben. Was sagen Sie dazu? Ich sage nicht, was ich will in Europa machen. Ich möchte eine Debatte starten darüber, die einfach sich im Klaren ist, dass wir hier mit Rückständen zu tun haben, mit vertagten Entscheidungen, vertagten Debatten, mit Ergebnissen von machtpolitischen Entscheidungen. Wir holen hier einmal, Sie können bis zum Amselfeld zurückgehen. Wir holen hier einmal Herr Stahl rein, aber ich weiß gar nicht, ob Sie was dazu sagen sollten. Doch, Herr Bruder entscheidet, wer Experte ist bei dem Thema. Grundsätzlich, ich weiß nicht, ob Herr Stahl das einer saß. Ich höre viele Dinge, ich habe in der Geschichte auch aufgepasst. Und wenn wir hier schon darüber reden, was damals und was heute sich ähnelt, wenn wir von Diktatoren sprechen, möchte ich alle hier im Raum und da draußen an eines erinnern, an etwas ganz Wichtiges. Wenn wir ihn schon mit Hitler vergleichen, dieser Mann schießt nicht mit Gewehren. Dieser Mann besitzt 6600 Atomwaffen. 6600 Atomwaffen. Und wenn dieser Mann seine Macht verliert, weiß er, dass sein Leben vorbei ist.
Also bitte ich alle, dieses Spielchen auf einem Schachbrett, was wir hier spielen, genau zu überdenken. Ich weiß nicht, auf wen von Ihnen schon geschossen wurde. Auf mich ist geschossen worden. Mit Atomwaffen? Nee, mit Atomwaffen nicht. Da war eine Waffe schon ausreichend. Aber schießen tut man mit Atomwaffen nicht. Man drückt nur auf den Knopf. Und diese Macht hat dieser Mann. Und ich bitte... Das ist die Philosophie der Kapitulation. Ja. Kapitulieren soll hier keiner. Ich will nur daran erinnern, dass wir 6.600 Waffen da auf der anderen Seite haben. Die Zahl haben wir jetzt verstanden. Richtig. In Nordkorea, da sind es ja nicht mal annähernd so viel. Und wir haben schon so Angst vor Nordkorea. Die Zahl bei Atomwaffen ist völlig irrelevant. Sie können mit einer Atomwaffe halb Europa auslösen. Das wird nicht Europa treffen. Wenn er sich ein Ziel aussucht, dann wird das Ziel Deutschland sein. Offenbar haben sie einen direkten Draht zu Putin. Ich habe nur einen direkten Draht zu Gerhard Schröder. Das ist schon schlimm genug. Das glaube ich. Ja. Sie fantasieren etwas herbei. Nee, ich habe etwas vor etwas Angst, was real ist. Ja, mit Ihrer Angst müssen Sie allein fertig werden. Ich habe andere Ängste. Ich habe die Angst, es wird keine Beukeler-Kekse mehr geben. Das wäre für mich das Schlimmste. Nein, naja. Entschuldigen Sie bitte, das ist vollkommen albern. Seien Sie mir nicht böse. Ich verehre Sie ja. Aber das ist völliger Unsinn. Mit dieser Argumentation kann jeder Diktator alles unternehmen. Der Atomwaffen. Er kann alles vernichten. Der Atomwaffen. Aber Herr Bruder, haben Sie denn... Sind Sie besorgt um Atomwaffen? Ja, natürlich. Mhm. Natürlich. Aber dann heißt also es, Sie halten schon wir müssen, darüber, wir haben darüber, wir müssen dann überhaupt nicht warten, bis Putin einen Schritt weitergeht. Wir können ihm gleich sagen, du hast 6.800 Atomwaffen, wir geben dir gleich Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, alles Ungarn, zu. Rumänien, Bulgarien, die Moldau, ja, und vielleicht noch ein Stück von Griechenland, wo es auch mal eine russische Migration gegeben hat. Ich wollte noch auf einen Punkt zurückkommen. Ich wiederhole mich ungern, aber diesmal muss ich es machen. Ich habe das schon mal gesagt. Putin ist Hitler ohne Holocaust. Ich kann gut sein. Und das ist nicht unangemessen. Sagen Sie jetzt nicht, dass das einmalig war. Das war einmalig. Aber abgesehen davon, dass er keine Massenvernichtung mit industriellen Mitteln betreibt, machte die genau die gleiche Taktik und Strategie. Verbrannte Erde, Massenmord, Nötigung, Entführung. Die reine Gewalt. Und wenn er so ist wie er, wie Sie ihn beschreiben, ja. Was hält ihn davon ab, dann den letzten Schritt zu machen, genau wie Hitler? Den totalen Krieg? Woher wissen Sie, dass er sich aufgeben will? Woher wissen Sie, der Mann hat so viele Immobilien im Westen, warum soll er sich umbringen? Der kann auf seine Yacht gehen, die gerade in Cannes vor Anker. Was ist, wenn die Gerüchte stimmen, dass er krank ist? Ja, darauf verliere ich mich auch. Wir sind ja hier eh auf Spekulationsniveau gerade. Wir spekulieren nur, das ist okay, wenn er krank ist. Nichts mehr zu verlieren hat, genau. Nein, da muss er in die Charité, das ist doch ganz einfach. Er wäre nicht der erste Diktator, der da behandelt wird. Richtig. Ja. Also ich finde es schön, dass wir alles so schön blumig malen. Ich hoffe, dass es so ist und dass es nie dazu kommt. Denn wenn es dazu kommt, kann ich was sagen. Hören Sie, Sie können ihm geben, was Sie wollen. Ich will ihm gar nichts geben. Ich will, dass Menschlichkeit... Ja. Und mit diesem ich will, dass kein Krieg auf dieser Welt herrscht. Und nicht nur nicht in der Ukraine, sondern sonst überall. Ja, wunderbar. Dann fangen wir doch bei Jemen an, wo gerade ein furchtbares Massaker stattfindet. Genau. Wird auch nicht drüber großartig geredet. Wie wäre es mit Kongo, nicht? Ja. Wo Millionen von Menschen verreckt sind. Aber es ist halt weit weg. Das ist das Entscheidende, warum wir darüber wahrscheinlich nicht so reden. Weit weg ist gar nichts. Mit einem Druck auf einer Taste sind Sie heute mit jedem Aber uns hat auch Tschetschenien nicht interessiert, uns hat Georgien nicht interessiert, hat auch nichts interessiert. Und hat auch die Krim nicht interessiert in letzter Konsequenz. Und nur weil es jetzt auf breiter Front geschieht. Der Nord Stream 2-Vertrag wurde nach der Annexion der Krim unglaublich. Das war die Sanktion. Helmut Schmidt hat sogar angefangen, 1980 da das Mann-in-Mann-Röhren-Deal zu unterschreiben. Da ging der ganze Elend ja los mit der russischen Gasabhängigkeit. Das hat sich ja dann fortgesetzt. Also das ist ja kein Prozess der letzten Bundesregierung eigentlich. Können nicht unsere Ängste, unsere Hysterien zum Maßstab dessen nehmen, wie wir gegenüber solchen Leuten wie Putin auftreten. Wenn er entschlossen ist zum Untergang, dann wird er auch dann diesen Entschluss durchsetzen, wenn wir ihn vorher... Wissen Sie, Churchill hat gesagt, ein Appeaser ist jemand, der ein Krokodil füttert in der Hoffnung, es werde das letzte essen. Yeah. Und genau das ist jetzt unsere Situation. Ja, genau. Und da gibt es eigentlich nichts zu beschönigen. Ja. Und nochmal zu den Grenzen. Natürlich sind alle Grenzen willkürlich. In Europa sind sie weitgehend aufgehoben. Also wir haben viele wir haben ja den berühmten Status des Verfassungsstaates. Das ist mal ein Beispiel. Also durch Frankreich ist sehr homogen als Staatsgebilde, so von der Form her. Dann gibt es natürlich die Schweiz zum Beispiel, ist ein klassischer Verfassungsstaat. Da gibt es also das Tessin, da gibt es die Franzosen. Und bis heute ist das ja, sind die auch politisch da sehr, sehr gespalten. Wir haben es in der Ukraine, da haben Sie vollkommen recht. Da haben wir natürlich Minderheiten und so weiter und so fort. Viele Grenzen es ist kein sind reine Grund, ein Land Verfassungsstaaten und glaub, keine organischen. Aber hier muss ich einmal unterbrechen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig am Tisch, dass niemand sagt, dass der Angriffskrieg in irgendeiner Form legitimiert ist. Egal welcher Angriffskrieg auf dieser Welt ist nicht legitim. Egal welcher. Nicht nur hier, egal welcher, ist nicht legitim.